Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, der Börseninvestor mit und von Ulrich Müller. Und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist bei einem Jahresrückblick in 2021 und ein Jahresausblick in 2022. Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und lass uns gleich starten in den Jahresrückblick und Ausblick. Ich habe lange überlegt, welchen Podcast ich zum Ende des Jahres für euch aufnehmen möchte und bin auf die Idee gekommen, euch einfach in meine Reise und auf meine Reise ein Stück weit mitzunehmen. Ich glaube, seit Corona hat sich eine ganze Menge verändert und manchmal ist vielleicht auch Zeit innezuhalten. Wie heißt das so schön? Mutti Merkel hat immer die Neujahrsrede gemacht. Vielleicht darf ich im Podcast auch ein paar Dinge an dich mitgeben, was uns im Jahre 2021 bewegt hat und für was wir uns auf 2022 vielleicht ein Stück weit freuen. Zuallererst möchte ich dir Dank sagen für den Aufwand und die Zeit, die du betreibst, um meinen Podcast zu verfolgen, auch vielleicht meine Seminare schon besucht hast, mein Buch gelesen hast. Und all das mache ich aus tiefstem Herzen und der Freude und der Liebe, dass ich dir Dinge weitergeben kann, sodass du vielleicht auch Richtung finanzielle Freiheit unterwegs bist oder dich zumindest finanziell besser stellst. Und wenn du auf einem meiner Seminare warst oder auch diesen Podcast regelmäßig hörst, dann wirst du wahrscheinlich spüren, dass ich das aus tiefer Verbundenheit mache, dass ich die Börsenfamilie nicht einfach nur so Börsenfamilie nenne und das als Marketing-Gag nutze, sondern dass ich wirklich das Gefühl habe, dass wir eine Community und eine Börsenfamilie aufbauen, in der du herzlich willkommen bist, wo einer dem anderen hilft und wo wir alle das Ziel haben, für jeden Einzelnen für euch ein Stück weit das Leben besser zu gestalten. Heute, wo du diesen Podcast hörst, befinden wir uns sozusagen zwischen den Jahren, zwischen Weihnachten und Neujahr. Und ich hoffe, dass du dir vor allem auch Zeit für deine Familie nimmst, denn das Thema Corona steht immer noch nach wie vor sehr groß über uns. Viele Themen sind heiß diskutiert. Ich möchte gar nicht auf alles hier eingehen. Das Thema Impfen oder nicht Impfen, ist das sozial richtig oder ist das sozial falsch? Ist eine Impfung eigentlich sinnig oder nicht? Ich möchte diese Themen eigentlich gar nicht groß hier beleuchten, aber was ich dir mitgeben möchte, ist vielleicht aus der Gesamt-Corona-Situation ein paar Dinge mitzunehmen, vor allem das Thema Zeit für die Familie. Ich möchte hier auf diesem Weg auch einfach mal die Zeit und die Chance nutzen, meiner Frau zu danken und auch meinen Kids, die immer für mich da sind, die mir den Rücken komplett frei halten. Und wie heißt das so schön? Ohne eine starke Frau wird es auch keinen starken Mann geben. Und ja, ich kann dir sagen, mein Schatz, ich liebe dich und freue mich, wenn du diesen Podcast auch hörst. Zeit für die Familie, die nutze ich in jedem Fall und ich möchte dir das auch mitgeben. Über all dem steht der Börseninvestor und der Podcast auch der Börseninvestor. Das Thema Investieren, Geld anlegen und letztendlich wirst du auch merken, es ist ein ständiges Spiel von sich kümmern dürfen, sich kümmern wollen, aber vielleicht manchmal auch sich kümmern müssen. Und vielleicht nutzt du auch diese Zeit zum Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, einfach mal Revue passieren zu lassen. Vielleicht das Trading mal das Trading sein lassen und einfach mal gar nichts tun. Ein schönes Buch lesen, vielleicht ein bisschen Yoga machen, in der kalten Jahreszeit vor dem Kamin sitzen mit einem schönen Glas Rotwein oder einen schönen Saunaabend zu machen und einfach ein Stück weit abzuschalten. Ja, das Thema Corona hat natürlich auch die Börse schon sehr getroffen. In diesem Jahr ist eine ganze Menge passiert. Ich tatsächlich muss selber sagen, ich habe als Corona anfing nicht annähernd daran gedacht, dass das so die ganze Welt erschüttern wird, dass uns das so lange in Aufruhr hält. Damals im März 2020 angefangen, jetzt sind wir mittlerweile fast schon 2 Jahre weiter und Corona wütet immer noch, im Moment gerade gefühlt die 4. Welle. Und auf der Welt werden Themen diskutiert wie Impfpflicht oder Lockdown, ob die jetzt auch sinnig sind oder nicht. Aber das Ganze hat natürlich auch eine absolute Auswirkung auf die Börse in verschiedenen Facetten und auch das darf und soll natürlich hier in diesem Jahresrückblick nicht fehlen. Wenn wir uns die Börse einmal anschauen und das Jahr 2021 beleuchten und jetzt muss ich fairerweise zugeben, dass wir noch nicht ganz zu Ende ist, die Aufnahme dieses Podcasts, das ist natürlich nicht am heutigen Tag passiert, sondern schon 1-2 Wochen früher, aber wenn wir uns den Januar anschauen, sind wir bei ungefähr 13.700 Punkten im DAX gestartet und zum Ende des Jahres werden wir wahrscheinlich irgendwo zwischen 15.500 und 16.000 gelandet sein. Das heißt, der DAX hat rund 2.200 Punkte zugelegt, was in etwa 17% Rendite im Jahr 2021
21 bedeutet. Auch wenn wir uns den Dow Jones angucken, so ist der bei rund 30.400 gestartet und liegt jetzt in der Range bei um und bei 36.000, was auch in etwa 17-18% entspricht. Wir sehen also, und das ist ein interessanter Punkt, dass die Corona-Krise nicht immer was mit den Märkten zu tun hat. Es gibt viele, viele Punkte, die in diesem Jahr 2021 doch sehr, sehr spannend war. Wenn wir an die Börse denken, wenn wir an Corona denken, wenn wir an verschiedenste Themen denken, die passiert sind. Angela Merkel, die nach 16 Jahren abgetreten ist, ob das gut war oder nicht, werde ich mich gar nicht so äußern. Das ganze Thema der Politik mit der neuen Ampel, die ja von Europa beäugt wird, ob das jetzt gut wird oder nicht, das ganze Thema Corona. Wir haben das Wiedererklimmen der Inflation erlebt, die gefühlt ein Jahrzehnt eher bei 1, vielleicht 2% war und jetzt in diesem Jahr tatsächlich die höchsten Werte der letzten 30 Jahre erreicht hat, mit um und bei 5% Inflation. Und wir haben Geld gedruckt wie noch nie zuvor durch Corona. Auch jetzt in der vierten Welle passiert es immer noch. Und die Zinsen sind auf dem Nullniveau. Hier wird diskutiert, ob sie angehoben werden sollen. Wir haben parallel noch das Thema Nord Stream 2 und auch allgemein die Energieversorgung gehabt. Wir haben Amerika-China-Konflikte erlebt. Wir haben die russischen Truppen, die in der Ukraine an der Grenze stehen. Und ich könnte ja noch ohne Ende Themen erwähnen, die Börse hätten doch eigentlich weit nach unten fallen lassen müssen. Und trotzdem, und das macht es auch ein bisschen verrückt, sind die Börsenkurse Richtung All-Time-High unterwegs. Und das in allen Facetten, ob es der DAX ist, ob es der Dow Jones ist, der S&P 500 ist, der Nasdaq ist. Auch gerade in diesem Jahr, die Technologiekonzerne sind durch die Decke geflogen. Und ich habe letztens ein Interview von Charlie Munger gesehen, seines Zeichens der kongeniale Partner von Warren Buffett. Auch der hat die Aussage getroffen, Wahnsinn, das sind teilweise Bewertungen, wie wir sie vor der Dotcom-Krise hatten. Also er sieht da große Gefahr, dass es auch in die andere Richtung geht. Ich persönlich denke immer, dass es zwei Facetten geben kann. Natürlich gibt es viele Probleme auf der Welt. Auf der anderen Seite vergleiche ich Corona mal so ein bisschen mit dem Internet. Damals, als das Internet aufkam, haben wir ja fast 20 Jahre Wachstum erlebt in der Welt, weil das Internet und der ganze Online-Handel auch unglaublich große Chancen letztendlich präsentiert hat. Und das Gleiche könnte ich mir tatsächlich auch mit Corona vorstellen. Und vielleicht ist es auch ein bisschen die Aufgabe des Podcastes der Börseninvestor, dass ich dir einfach Mut zuspreche, denn es gibt da draußen unglaublich viele Menschen, auch Crash-Propheten und Pessimisten, die in diesem ganzen Bereich extremst negativ sind. Und manchmal sagt meine Community, Uli, du bist wie so ein rosaroter Elefant und immer positiv. Und ja, das bin ich. Trotzdem bin ich gleichzeitig auch kritisch. Und das werde ich dir gleich auch ein bisschen mitgeben für deine Börsenstrategie in 2022. Da werde ich dir auch ein paar Tipps geben, ein paar Ideen mitgeben, auf die du achten solltest. Ja, in dem Rückblick darf natürlich auch mein Team nicht fehlen. Ich möchte dem Team der Ulrich Müller Wealth Academy aus tiefstem Herzen danken für eure Arbeit, für euren Mut, für euren Einsatz, für euren Willen. Manchmal auch Kritik, die völlig berechtigt ist. Und dementsprechend einfach danke, danke, danke von Herzen. Auch wir haben übrigens in diesem Jahr unser Team mal wieder um 3-4 Leute aufgestockt. Mittlerweile sind jetzt bei uns insgesamt 12 Leute unterwegs und wir zeigen, dass wir auch in der Corona-Krise zusammenhalten, dass wir fleißig wachsen, viele, viele neue Dinge auf die Agenda gebracht haben und ein großer Dank, wie gesagt, an mein Team. Denn bei einigen steht das Team für toll, ein anderer macht's. Bei uns steht das Team für Zusammenhalt, Gas geben und füreinander da sein. Das, was doch eigentlich auch Facetten sein sollten, die das Thema der Familie letztendlich begleiten. Ich möchte auch noch ein paar Worte zu meiner UMWA verlieren dürfen vielleicht. Wir haben auch in 2021, jetzt sind die Zahlen noch nicht endgültig durch, aber wahrscheinlich den Umsatz wieder um rund 70-80% gesteigert. Tatsächlich muss ich sagen, im letzten Jahr sind wir über 120% gewachsen. Und ich habe nicht für möglich gehalten, dass dieses Jahr nochmal fast 100% möglich sind. Aber so wie es ausschaut, sind wir gar nicht so weit davon weg. Ja, wir haben auch viele Themen auf die Reise gebracht, die wir mit euch gern teilen wollen. Noch einmal, wir haben einen Bürowechsel hinter uns gelegt von Ellerbeek nach Halzenbeek, haben unser Büro von der Fläche fast verdreifacht, damit die Mitarbeiter ein vernünftiges Büro haben.
ein richtig schönes, wie ich finde, inklusive einem tollen Aufenthaltsraum plus auch einem TV-Studio, wo wir unser Tag der Finanzen online drehen können. Das heißt, wir haben hier alles inklusive Glasfaser vor Ort in Perfektion und nagelneu. Ja, wir haben die Stammtische ins Leben gerufen, auch eine Idee, um euch weiter und besser zu unterstützen, damit ihr einfach die Möglichkeit habt, euch auszutauschen, euch auch regional zu vernetzen und zu treffen. Denn letztendlich sage ich es wie beim Tauchen, du brauchst einen Buddy, der dich unterstützt und mit dir Gas gibt. Wir haben dieses Jahr das Trader Mental Coaching mit Norman Wels ins Leben gerufen, der die ersten 3 Events mit uns veranstaltet hat. Auch dafür bin ich tief dankbar und sage Danke an dich, lieber Norman. Faszinierende Seminare mit einem unglaublich spannenden Tiefgang. Und man hat vielleicht andere Dinge im Seminar erwartet, als nachher passiert ist. Aber am Ende heißt es so schön, du tradest nicht die Börse, du tradest nicht das System, du tradest dich selber. Und hier konnte man ganz, ganz spannende Learnings dazu gewinnen. Auch das Trading Journal soll dich ein Stück weit verbessern. Auch das haben wir mittlerweile aufgesetzt und fertig gemacht. Das heißt, hier hast du die Möglichkeit, deine Trades einfach viel, viel besser zu analysieren. Und das möchte ich dir auch jetzt schon gleich als Feedback und Tipp für 2022 mitgeben. Nutze unbedingt ein Trading Journal, weil es dir zeigt, wie hast du getradet, was hast du gemacht. Es gibt dir dann auch ein Feedback, weil du deine Trades letztendlich aufgeschrieben hast. Und damit kannst du dann im Nachgang letztendlich Gas geben, deine Strategien anpassen und dementsprechend auch dein Trading einfach verbessern. Ja, last but not least möchte ich natürlich auch erwähnen, dass wir dieses Jahr das Money Machine Online Programm auf den Weg gebracht haben, was jetzt direkt vor Weihnachten sozusagen in den Verkauf gegangen ist. Auch das darf wieder ein Tool sein, natürlich auch Corona-gerecht, den Leuten die Möglichkeit zu geben, unsere Ausbildung zu durchlaufen. Hier vielleicht auch als Tipp für dich, wenn du noch nie auf unseren Seminaren warst. Mittlerweile kannst du den Tag der Finanzen online besuchen und du kannst über unser digitales Paket auch das GVMS und das Money Machine sozusagen jetzt und in Zukunft von zu Hause schauen und hast damit die Möglichkeit, eine perfekte Börsenausbildung zu bekommen, ohne dass du groß verreisen musst, ohne dass du auf Corona Rücksicht nehmen brauchst oder. Ich glaube, das waren ganz, ganz große Facetten. Und einen letzten Punkt möchte ich natürlich hierbei auch nicht vergessen. Wir haben jetzt einen eigenen Investmentfonds aufgelegt. Das ist der UM Strategy Fund, der gleich mal legendär gestartet ist. Mit dem Start am 18. November von mir und meinem Geburtstag sind die Märkte ja fast 14 Tage deutlich nach unten gelaufen und wir sind eigentlich in einer sehr schlechten Zeit gestartet. Der Fonds hat es aber geschafft, trotz auch am Anfang der Einfangskosten, die gleich am ersten Tag gebucht werden, nicht mal 1% an Wert zu verlieren, während die Märkte eher zwischen 5% und 8% verloren haben. Das heißt, wir haben hier schon bewiesen, dass wir gerade auch Märkte gut können, wenn es nach unten fällt. Und das ist eins der wichtigsten und größten Ziele, was du dir auch hier wieder gleich als Tipp mitnehmen darfst. Wenn du Investor bist und es schaffst, bei fallenden Märkten möglichst wenig zu verlieren, dann bist du schon ein ganzes Stück besser gestellt. Auch das vielleicht noch als kleiner Tipp nebenbei. Um den Jahresrückblick ein bisschen abzuschließen, möchte ich dir jetzt noch einmal Danke sagen, auch an dich und meine Kunden und unsere Interessenten. Denn ohne euch wäre unsere Ulrich Müller Wealth Academy gar nicht möglich. Und gleichzeitig möchte ich mich auch bedanken bei unseren Partnern, unseren angeschlossenen Unternehmen, die sozusagen für uns arbeiten und uns unterstützen. Vielen, vielen Dank für ein cooles Jahr 2021. Ja, starten wir ein bisschen in den Ausblick 2022. Was ist zu erwarten? Was kann an der Börse passieren? Ich gebe dir einen heißen Tipp. Die Kurse können steigen, sie können fallen oder vielleicht bewegen sie sich auch gar nicht. Ich habe dir schon gesagt, das Jahr 2021 ist positiv verlaufen mit annähernd 17%, 18%, 19%. Das ist übrigens im Verhältnis deutlich mehr, denn der DAX macht im Durchschnitt eigentlich nur 9% Rendite. Und die Märkte sind also im letzten Jahr ordentlich gelaufen. Was aber nicht heißen muss, dass die Märkte in 2022 nicht laufen. Da wir im Moment sehr hoch stehen an der Börse und das auch gefühlt in allen für mich relevanten Märkten, möchte ich dir 2, 3 Tipps mitgeben für das neue Jahr. Zum einen möchte ich dir den Tipp geben, achte unbedingt auf das Thema Wert und Preis. Ich weiß, es gibt einige Unternehmen, die sind vom Preis so extremst gestiegen an der Börse,
natürlich damit auch ein Stück weit vom Wert, also von der Marktkapitalisierung, aber von der Preisseite einfach exorbitant gerannt. Und da ist die Frage, da muss ich Charlie Munger ein Stück weit recht geben, ist das noch gerechtfertigt oder sind die Märkte schon vielleicht ein bisschen heiß gelaufen? Ich möchte nicht als Crash-Prophet daherkommen für 22. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass die Märkte noch weiterlaufen, weil nur weil sie oben stehen, kann es auch sein, dass sie noch weiter steigen. Aber ich möchte dir ein paar Tipps geben dazu. Wie gesagt, unterscheide zwischen Wert und Preis. Guck wirklich genau hin, auch fundamental. Mach es dir relativ einfach. Schau mal, wie eine fundamentale Bewertung im Durchschnitt so aussieht, wie Märkte so im Durchschnitt bewertet waren, wenn wir auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis nehmen. Da haben wir eher einen Durchschnitt so von 15 vielleicht am Markt. Im Moment waren wir jetzt eher bei 2,23 und da muss man einfach sagen, rein durchschnittlich sind die Märkte deutlich teurer, als es eben der Durchschnitt ist. Da an der Börse auch der Einkauf im Gewinn liegt, wie natürlich auch bei der Immobilie, solltest du also genau auf Wert und Preis achten. Möglichkeit Nummer 2, vielleicht um das Ganze ein bisschen zu garnieren, solltest du vielleicht ein bisschen mehr Cash halten und vielleicht auch ein bisschen Pulver im Trocknen haben, denn letztendlich Geld schadet nur dem, der es nicht hat. Und gerade an der Börse, wenn es interessante Einkaufsmöglichkeiten gibt, ist es schade, wenn man schon komplett investiert ist. Und da wir schon sehr hohe Gewinne gemacht haben, auch in diesem Jahr, jetzt alle in 2021, vielleicht der Gedanke, einen Teil seines Geldes beiseite zu legen oder auch deine Sparpläne, die du hast, vielleicht nicht mehr in die Aktienmärkte zu schicken, sondern vielleicht eher ganz krass aufs Sparbuch oder Tagesgeld und das Geld dort horten. Und wenn die Märkte wieder ein Stück weit runtergekommen sind, dann löst du vielleicht diese Sachen wieder auf und schiebst es in die Aktienmärkte und hast damit einfach viel, viel bessere Einstiegskurse. Ich denke, in 2022 wird uns auch Corona weiter noch begleiten. Jetzt haben wir im Moment die Wintersaison, bis März, April geht die Grippezeit. Da wird es auf gar keinen Fall aufhören. Wir werden uns auch daran gewöhnen dürfen, dass es Corona gibt, schon immer gab und oder schon lange gab und auch noch lange geben wird. Das werden wir nicht verändern und vielleicht ist das auch ein Stück weit das neue Normal. Ob ich das gut finde oder nicht, vielleicht dürfen wir auch ein Stück weit damit leben müssen. Noch ein weiterer Tipp zum Thema Investieren für 2022, was aber natürlich auch immer gilt, das ist die Facette zyklische und antizyklische Aktien und das Thema der Diversifizierung. Auch dazu hatte ich gerade einen eigenen Podcast aufgemacht, aber nimm das bitte unbedingt mit für dich, damit du auch in 2022 vernünftig aufgestellt bist. Ich denke, wenn du über das Thema Strategie nachdenkst, über die Cashquote, über das Thema Diversifizierung und auch den Punkt Wert und Preis, dann wirst du in deinem Trading einfach schon deutlich, deutlich bessere Ergebnisse erzielen. Und das ist eigentlich auch egal, ob du in meinem System schon dabei bist, was ich dir natürlich absolut ans Herz lege, oder ob du das Ganze noch immer nebenbei machst mit deinen Ideen. Wenn du auf diese Punkte achtest, dann wirst du per se schon deutlich, deutlich besser sein. Wenn du sehr, sehr hohe Märkte hast wie im Moment, vielleicht sparst du nicht mehr so viel Geld in den Aktienmarkt, sondern nimmst ein bisschen Geld raus und sparst parallel in Sicherheit. Und sollten die Märkte ein Stück zurückkommen, dann hast du einfach coole Möglichkeiten, um Aktien zu guten Preisen nachzukaufen. Denk immer daran, das Thema Wert und Preis, wenn du in eine Aktie investierst, bist du in einem Unternehmen mit dabei, du bist sozusagen Mitunternehmer und stell dir doch einfach die Frage, würdest du zum Beispiel eine Aktie, nehmen wir jetzt gerade mal Apple, die das Thema All-Time-High erreicht hat, die Apple-Aktie mal fürs Gefühl für euch, ist übrigens gerade so viel wert wie die gesamten gelisteten Unternehmen in Deutschland, halte ich fest, zusammen. Und jetzt musst du dir die Frage stellen, ob du bei diesem hohen Preis, der es aktuell gerade ist, und alle Indikatoren oben stehen, gerade noch einsteigen willst, dann hast du halt einfach ein gewisses Risiko, weil faktisch die Fallhöhe einfach relativ groß ist. Ja, last but not least, der letzte Tipp. Denk an deine mentale Seite und deine Emotionen und vielleicht die Info, die beste Rendite in deinem Leben bringt Wissen in dich und deine Person. Vielleicht empfiehlst du diesen Podcast noch ein bisschen weiter oder auch den Tag der Finanzen und ich würde mich freuen, wenn du als mein Hörer mich auch mal besuchst auf ein meiner Events. In diesem Sinne sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit, wünsche dir alles Gute, einen guten Rutsch in ein neues und tolles 2022. Verbessere dich in deinem Leben, denk dran, das Leben ist live, es ist keine Generalprobe und schön, dass es dich als Interessent, Kunde gibt.
in meiner Akademie gibt. Bis ganz bald und ciao.